Werner, was geht denn heute? Wir fahren erstmal auf die Crazy Chicken Farm und danach fahren wir ins Dado Studio, ins Boss Inc. Da besucht uns heute Kolja Goldstein. Dann geht es später ins Rumors Hotel und danach, heute Abend, findet eine Veranstaltung statt vom Du Maroc. Da sind einige geladene Gäste. Mal gucken, wer alles kommt. Werner, du und Kolja, woher kennt ihr euch eigentlich? Wir hatten uns einem Jahr oder über Jahr, glaube ich, ist es her, ja, in Amsterdam kennengelernt über einen guten Freund von mir. Und so kamen wir zusammen. Am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich erstmal gar nicht gewusst gehabt, wer Kolja Goldstein ist. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass er Musik macht und alles. Ja, und dann hatten wir uns im Tonstudio in Amsterdam dann getroffen gehabt. Ja, und seitdem her sehen wir uns halt öfters, telefonieren öfters. Und ja, ist eine gute Freundschaft. Adi, kennt ihr, oder? Grüß dich. Ja. Freut mich. Ja, gut. Adi, kurz noch nichts. Kein Problem. Wir sehen uns so ähnlich, bitte. Aus Frankfurt, doch. Komm, geh mal ganz kurz. Ja, sag mal hallo. Hallo zusammen. Gut und selbst? Ja, perfekt. Ich bin ein bisschen müde. Das ist die Marina. Hallo, grüß dich, Marina. Grüß dich. Hallo, wie geht's? Alles gut, ja? Hallo. Gut, ja. Ja, hat sich auch schon... Komm, auch mal eine Zigarette. Dieses alte, reale, männliche. Ja, ich bin halt auch ein bisschen von der alten Schule. Ja, und das feiere ich extrem. Ich habe gestern gesagt, okay, guck mal, der Mann, der hat es geschafft, dann war er 7 Jahre im Knast. Ich kann mir normalerweise das gar nicht merken, bei dir kann ich das merken, weil deine Story, ich kann voll verbinden dazu. Es hat alles verloren, wieder raus, wieder hochgekommen. Deshalb, deine Videos sind pure Motivation für mich. Zum Arbeiten die ganze Zeit beschäftigt, gerne mit Album. Okay. Jede Nacht, jetzt war ich krank 2-3 Wochen lang, ging es mir echt nicht gut. Und aber jede Nacht dann immer ins Ding, immer ins Studio. Und im Januar legen wir halt voll los. Was hast du da mal drüben drin bei Watch? Du trägst immer nicht so viele Uhren, gell? Ich kann damit auch nichts anfangen. Ja. Ich habe immer zwischendurch hab ich immer mal eine Gold gehabt und alles, aber die liegt nur rum. Ja. Ich bin letztes Mal, wo ich bei Rolls-Royce kam, die ist jetzt auch ein paar Monate her, habe das Auto in München bei Rolls-Royce abgegeben zum Service. Und bei Daniel, ruft, oder? Ja, genau. Und dann sagt er, ruft der Daniel mich an und dann sagt er, Werner, vermisst du was? Da sage ich, nee, was soll ich denn vermissen? Sagt er, wir haben hier eine Blanc, eine besetzte. Sage ich, ach, die liegt schon seit 8 Wochen da. Ja, echt? Ja. Da habe ich so wieder an einem Tag habe ich so wieder mal hingemacht gehabt und alles. Ne? Und dann bin ich ins Auto, ich kann das nicht haben. Ja, weg damit. Klar. So diesen Schmuck, so ein bisschen das mit Fäden und so Kugeln oder so. Ja. Das ist okay, aber ich kann mit Uhren nichts. Nee, gar nichts. Ja. 18 Uhr und ab 20 Uhr gibt es schon Essen. Ja, da bin ich dann da. Ich gehe jetzt erstmal ins Hotel, ich glaube, ich lege noch eine Stunde ab dann. Na klar. Kolja, wie findest du den neuen Tattoo-Laden vom Werner? Ja, sehr schön, sehr modern, sehr sauber und natürlich das Personal scheint mir doch sehr fachlich kompetent zu sein. Also hier kann man auf jeden Fall einkehren und sich das eine oder andere Tattoo machen lassen, würde ich jetzt mal sagen. Wann hast du dir dein erstes Tattoo stechen lassen? Ich glaube mit 15 oder 16 und ich habe es auch nicht bereut. Du hast ja in dem Videocall erwähnt, dass du dir ein Tattoo stechen lassen willst von Werner. Wollen wir das direkt heute machen? Ich glaube, dass da leider kein Platz ist. Ich würde mir auch von meinem Sohn noch das Gesicht tätowieren lassen. Ich habe einfach keinen Platz mehr. Ich bin zu voll. Bist du gerne in Frankfurt unterwegs? Frankfurt ist eine coole Stadt. Schon überall gerne, wo man mich so herzlich empfängt. Gute Restaurants, sehr gute Leute und ich definiere auch viel über den Fußball und die Eintracht ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Club, hat sehr, sehr gute Unterstützer auch und deswegen gefällt mir es gut. Frankfurter Mentalität ist auch gut, deswegen bin ich gerne hier. Du hast ja vor kurzem deinen Deal unterschrieben. Wie sieht deine musikalische Zukunft aus? Ich habe jetzt, nachdem ich den Deal unterschrieben habe, 2 Singles released im Urlaub. Einfach nur, um was hören zu lassen. Aber richtig anfangen mit Releasen
wird es erst wieder im November. Davor bin ich eigentlich viermal die Woche im Studio und widme mich meiner Arbeit, so wie es gehört. Für so Interimssachen oder irgendwas einfach dazwischen releasen, habe ich keine Lust drauf. Wie findest du die Vlogs von Werner? Ja, finde ich gut. Er macht es auf jeden Fall cool mit diesem Lifestyle, der er da lebt. Also, das imponiert einem schon. Immer mit Helikopter, Private Jet, Rolls Royce, ist natürlich gut, er macht es. Er ist auch eine gute Brand, er ist auch so ein Original, gibt es wenige mittlerweile. Deswegen finde ich die Blogs sehr, sehr cool. Auch das Auto habe ich schon, der ist schon in meiner Werkstatt drin, aber die haben die Stempel ja abgekratzt. Ja, ja, das meine ich, jetzt musst du wieder betriebstauglich machen. Genau, und jetzt so in zwei Wochen, denke ich mal, hat er gesagt, weil da muss ja alles, das Auto muss neu zugelassen werden und alles. Komplett, das volle Programm. Boah, das volle Programm. Was ist denn da los, man? Ich bin in Köln bei RTL, ich kaufe einen Parkplatz, ich denke mir, da wäre er auch da. Was? Und dann sag ich, dann kommt der Dimarok, sag ich, ey, was, warte mal, sag ich, ja, der Werner hat mir das Auto gegeben. Und der Dü hat mich angerufen, da habe ich gesagt, du, ich komme. Er sagte, ja, aber er soll im Video auch mitmachen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich komme, ich habe nur eine Stunde Zeit. Sag ich, pass auf, ich bringe dir den Rolls-Royce, den Maybach, ich lasse dir alles da, gib mir nur einen Fahrbahnuntersatz und am nächsten Tag bringst du es wieder zurück. Ja, ja. Am nächsten Tag angerufen, sagt der Werner, brauche ich das Auto noch einen Tag. Sag ich, du, mach dich locker, alles gut. Hat mir aber nicht gesagt, dass er mit dem Auto nach Köln oben auffährt. Ja, 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 ja. Da hätte ich ja eventuell ja noch zu ihm gesagt, du, pass auf, in Köln, weil da haben sie es ja mit dieser Streife, ja, genau, extra. Sag ich, lass es Köln lieber mal aus. Haben sie diese Posa, Soko, Sonderkommission, genau, Posa? Genau, genau. Und schauen sie sich ja alles an. Und das Auto, die Felgen und alles, die hat er schon eh und je drauf gehabt. Die sind sogar so gefräst worden, dass es Rolls-Royce zeigen. Da hat noch nie jemand was gesagt. Ja. Aber in Köln-Ober haben sie ja, haben so, sie eine was gesagt, ja, so eine Spezialeinheit. Ich glaube, Köln und Hamburg ist echt übel. In Frankfurt kein Problem, oder? Also ich habe da nie Probleme gehabt. Ziehen sie dich eigentlich raus mit der Maybach oder Rolls-Royce? Ich bin mit dem Rolls-Royce bis jetzt, glaube ich, in den ganzen Jahren, ja, einmal. Ja, und, ja, das, und das war's. Aber da haben sie die Straßen auch geschlossen gehabt, da haben sie anscheinend jemanden gesucht gehabt. Ja. Aber normal, beim Rolls-Royce zieh ich keine Sau raus. Keiner, keiner. Wenn ich das richtig verstanden habe, die Klamotten werden vorgestellt. Ja, richtig. So ein Fashion Show. Du warst auf der Linie, ne? Genau. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert, er hat zu mir gesagt, um 20 Uhr ist Essen. Ja. Fängt es an, auch die Rede und alles. Um 18 Uhr ist Einlass, er hat gesagt, 19 Uhr wäre ideal. Okay, gut. Machen wir das 19 Uhr. Na? Musst du noch nach Hause werden oder gehen wir gleich da? Ja, nö, ich habe nichts davor. Ich habe zu meiner Frau gesagt, die soll ins Rummers nahe kommen. Okay, perfekt. Dann setzen wir uns runter ins Rummers. Ja. Trinken wir schön Kaffee. Wieder Rummers zu lassen, oder? So ist perfekt. Was steht jetzt noch weiteres an? Ja, jetzt essen wir erstmal und dann gehen wir auf die Veranstaltung vom Du Maroc. Da stellt ihr heute eine neue Modelinie vor und da sind natürlich viele geladene Gäste. Ich wollte eine kleine Release-Party machen mit ein paar Gästen, ein paar Freunden. Und dann bin ich mit meiner kleinen Tochter eines Tages hier rumgefahren. Ein Applaus für die Liebe! Elena, wie heißt Papa? Da draußen, heute mal ausnahmsweise, leicht alkoholisiert, war eine geile Feier. Zieht euch die neue Modelinie vom Du Maroc nahe, die hier. Und ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal.